Guten Morgen. Bin gerade am Campingplatz losgefahren. Ja, der ist okay. Schon schönere, aber auch schon wesentlich schlimmere erlebt. Aber ich hätte echt nicht gedacht, da sind doch einige Radreisende gestern noch angekommen. Unter anderem auch eine Familie mit 4 Kindern. Eine Radreise von Essen nach Bremen mit 2 Lastenrädern. Ja, der Große, der 6-Jährige, der fährt selber. Aber schon krass. Finde ich gut. Ja, heute das Ziel ist nicht ganz so weit. Ist Winterberg, 66 Kilometer ungefähr. Aber dafür geht es bis dahin so gut wie nur bergauf. Na, wir sehen uns unterwegs, würde ich sagen. Ja, hier links von mir ist noch der Möhnesee zu sehen, durch die Bäume hindurch zumindest. Ja, hier ist ganz schön was los bei dem schönen Wetter. Deswegen habe ich gestern auch von der Ankunft gar nicht so viel gefilmt, weil da war die Hölle los an der Staumauer und so. Und auch auf dem Campingplatz war ganz gut was los. Deswegen habe ich da nicht mehr allzu viel gefilmt oder eigentlich gar nicht. Ja, früh am Morgen, da ist es hier noch ganz angenehm zu fahren. Aber naja, was heißt früh am Morgen? Ich bin verdammt spät heute losgekommen. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke mal, es wird nach 9 gewesen sein. Ist für mich schon sehr spät, aber irgendwie hatte ich Lust, ganz in Ruhe zu frühstücken und ja, hab ja Urlaub. Außerdem ist es ja auch nicht ganz so weit heute. Also hier ist dann nicht mehr Massentourismus. Hier muss man sich dann schon ein bisschen anstrengen, wenn man gehen will. Und dann ist es gleich angenehmer. Lohnt sich also. Dann mit dem Fahrrad auf jeden Fall. So, den Möhnesee habe ich jetzt hinter mir gelassen. Jetzt geht es ein Stück die Möhne entlang, flussaufwärts. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist echt schön hier auf der Möhne-Route. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie weit ich die fahre. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwann an den Ruhrtalradweg komme. Ich weiß nicht genau wo.
Sonntagmorgen auf der Möhne-Route. Leck mich am Arsch, ist das schön hier. Genau so habe ich mir immer einen Flussradweg vorgestellt. Viel Grün, relativ ruhig. Ist echt schön. Geht hier die ganze Zeit moderat bergauf. Klar, irgendwo müssen die Höhenmeter ja auch herkommen. Aber wie gesagt, ist moderat. Aber ich weiß, da kommen gleich noch mehr. Ja, auf einmal hat einer die Straße hochgeklappt. Da muss ich dann doch schieben. Ja, da hinter mir ging es gerade sakrisch der Berg auf, wie der Rainer sagen würde. Da musste ich dann auch wieder schieben. Aber dafür sollte jetzt erstmal eine Abfahrt kommen. Ich bin fast auf dem höchsten Punkt. Ich denke mal, kurz vor Winterberg werde ich auch noch mal schieben dürfen. Ja, ich stehe jetzt hier an so einem sogenannten Waschgebot. Das diente früher den Hausfrauen als Waschgelegenheit bzw. als Wäschewaschgelegenheit. Davon hatte wohl hier in der Gegend jedes Dorf so ein. Jetzt mache ich erstmal Pause. Boah, Wahnsinn, was ich heute schon an Höhenmeter gemacht habe. Also für mich ist es viel. Aber ich komme ja auch aus dem Flachland. Also ein paar Mal geschoben habe ich. Warum soll ich da lügen? Oh, jetzt kommen die ersten Tropfen, obwohl die Sonne auf einmal scheint. Also eigenartig. Naja, jetzt kommt erstmal eine Abfahrt. Muss ich die Kamera wegpacken. Ja, ihr seht's. Ich fahre als Kanarienvogel durchs Land. Also, es regnet. Mal mehr, mal weniger. Ist auf jeden Fall nass von oben. Ja, super. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Komoot mich über den Ruhrtalradweg nach Winterberg schickt. Aber nee, denkst du, Ruhrhöhenweg. Naja, den kenne ich noch nicht. Ruhrtalradweg bin ich ja schon gefahren. So, nur noch knapp 17 Kilometer. Bis Winterberg. Aber da kommen noch ein paar Höhenmeter. Puh, also ist schon für mich an der Grenze, muss ich sagen. Aber muss man mal ausprobiert haben. Dann weiß man, wo es an der Grenze ist. Also im Moment reicht mir das so. 3 Kilometer noch. Und die letzten 3 sind ein Arschloch. Puh, ich hab's geschafft. Puh. Direkt hier am Skilift kann ich mein Zelt aufstellen. So, genug Platz hier.